Heute bei Trier B. Skandale. Wahrheiten. Informationen. Und ein Weihnachtsbaum. Bleibt dran. Ich war mal kurz verschwunden, also bin eigentlich komplett abgetaucht. Mich hat es komplett umgehauen. Also so wie die letzten 3 Jahre nicht mehr. Zum besten Zeitpunkt auch. Was ist passiert? Also nach unserem Mallorca-Trip habe ich schon gemerkt, fühle ich mich jetzt ein bisschen angeschlagen. Vor allem im Nackenbereich. Ich konnte mich gar nicht mehr drehen und wenden. Ging eigentlich gar nichts mehr. Konnte ich mir 2 Tage Ruhe eingestehen und habe da gar nichts gemacht und habe gemerkt, es hat mir ganz gut getan. Hab dann danach versucht, wieder ins Training einzusteigen und so ein bisschen halt was auf die Reihe zu kriegen. Auch jetzt Masterarbeit zum Beispiel und andere Verpflichtungen. Und das liegt dann 2 Wochen immer so, dass ich mich richtig anpeitschen muss, dass ich irgendwas auf die Reihe kriege. Ich fühle mich nicht schlecht, aber auch nicht gut. Also ich habe gemerkt, irgendwas ist und irgendwas stimmt nicht. Aber ich wollte jetzt auch nicht sagen, ich mache jetzt hier komplett mal Ruhepause, weil irgendwie ging es ja auch. Und dann kam der große Schock. Also es ging los mit extremen Kälteempfinden. Ich habe super krass gefroren. Ich hatte Magenprobleme, Fieber, keinerlei Appetit, Schwindel und so weiter. Also bei mir ging absolut gar nichts mehr. Ich habe echt kaum noch was auf die Reihe gekriegt. Musste mich jetzt mal ein bisschen mehr als eine Woche komplett ausruhen, konnte gar nichts machen. Außer vielleicht hier unseren kleinen Mitbewohner noch ein bisschen bespaßen, weil ich war einfach richtig hinüber. Und jetzt seit so 2-3 Tagen versuche ich langsam wieder zurechtzukommen und ein paar Sachen zu machen. Bin erstmal ein bisschen auf der Rolle gefahren, 30 Minuten, dann war ich 40 Minuten laufen. Heute will ich mal versuchen schwimmen zu gehen und ich hoffe, das funktioniert irgendwie. Genau, um mich langsam wieder so ranzutasten. Die Leistungen sind auch arg im Keller. Ich fühle mich derzeit so, als ob ich bei Null anfange mit meinem Training. Ich hoffe, dass die Form kommt dann auch schnell wieder. Ja, die Zeit war für mich auf jeden Fall gerade, auch mental ging es mir irgendwie echt nicht so gut. Also, wie das eben so ist, wenn man aus der Sonne ins Graue kommt und dann nichts gebacken kriegt und man sich von einem zum anderen schleppt. Aber jetzt hoffe ich, dass langsam alles wieder anläuft und ich alles auf die Reihe kriege. Es gibt auch noch eine gute Nachricht. Und zwar habe ich jetzt wirklich jemanden gefunden, der mich unterstützt bei meiner Challenge Rot. Reise. Und zwar ist es Cliffbar. Ganz stark. Ich habe mich kaum getraut, die anzuschreiben, weil die ja schon eine ziemlich große Firma sind und ich dachte, die wollen jetzt nichts von mir wissen. Aber zum Glück kümmern die sich gar nicht so sehr um irgendwelche Zahlen. Und die haben gesagt, Mensch, coole Aktionen, wir unterstützen dich. Dafür muss ich jetzt nur jedes Mal so ein Tattoo hier mir ins Gesicht machen bei jedem Video. Und mir das Logo noch tätowieren lassen, darf jeden Tag nur noch Cliffbar essen und muss 10 bis 12 Werbevideos produzieren. Aber dafür kriege ich immerhin Riegel, Gels und Blocks. Ich finde das ein fairer Deal. Vielen Dank Cliffbar. Ja, und zuletzt bei diesem heutigen Potpourri an Informationen stehen jetzt für mich schon die ersten Veranstaltungen für das Jahr 2018 fest. Zum einen habe ich mich angemeldet natürlich für die Challenge Rot am 1. Juli, das ist klar.
Danach werde ich jedenfalls noch den Leipzig-Triathlon machen, den ich ja letztes Jahr nicht machen konnte, weil ich mich zu spät anmelden wollte und schon alles ausverkauft war. Diesmal habe ich mich gleich zu Beginn der Anmeldewelle angemeldet und kann deshalb voller Stolz verkünden, dass ich beim Leipzig-Triathlon teilnehmen werde. Das ist ungefähr 3 Wochen nach der Challenge Rot. Außerdem habe ich mich jetzt entschieden, wie man das eben so macht, wie ich das gelesen habe, 4 Wochen vor der Challenge Rot noch eine Mitteldistanz zu machen, eine Mitteldistanz zu meistern, hoffentlich. Und zwar entweder wird das der Moritzburg-Schloss-Triathlon oder der Neuseenmann. Da werde ich noch entscheiden, welche Veranstaltung ich da wahrnehme. Und Ende April werde ich vermutlich noch einen halben Marathon wahrnehmen, beziehungsweise eine Laufveranstaltung. Da stehen gerade 2 zur Auswahl und da muss ich mich noch entscheiden. So, und ganz zum Schluss noch eine Ankündigung. Unfassbar, unfassbar. Letzte Woche, als es mir nicht so gut ging, musste ich aber unbedingt nach Berlin. Weil die Triabi-Family höchstwahrscheinlich im März auf absehbare Zeit nach Berlin zieht. Das ist krass. Das ist richtig krass. Überhaupt. Das ganze Video hier voller krasser Informationen. Krass. Damit müsst ihr jetzt alleine zurechtkommen. Kann ich euch jetzt nicht helfen. Wer damit jetzt schwer umgehen kann oder was loswerden will, kann das in den Kommentaren machen. Ich hoffe, ihr seid jetzt beruhigt, auf den neuesten Stand und zufrieden. Ansonsten nochmal hier das Video angucken. Mein Weihnachtsgeschenktipp für Triathleten. Ansonsten sage ich danke fürs Zugucken, freut euch aufs nächste Video und viel Spaß beim Geschenke suchen. Macht's gut!